ist auf jeden Fall ein bisschen schimmelig. Mir geht es endlich wieder besser und heute sind wir was trinken. Wir sind hier bei den Three Monkeys und da ich gedacht habe, jetzt geht es mir wieder gut, da kann ich was riskieren, trinke ich Crushed Ice mit ein bisschen Zero, aber schmeckt sehr gut. Ich hoffe, dass es so wieder besser geht. Ich hoffe, dass wir die Tage jetzt wieder ein bisschen mehr aufnehmen können und dann zeigen wir euch, was wir noch so erleben werden. So, wir gehen jetzt über die Grenze von Simbabwe nach Sambia und wir überqueren gleich die Brücke, wo wir die Victoria-Fälle nochmal sehen können. Und man merkt es auf jeden Fall schon. Es wird auf jeden Fall feucht. Wenn wir dann gleich da sind, schwenke ich mal kurz rüber und könnt ihr sehen, wie es da aussieht. Und so sieht es aus, wenn man um die Welt reist und mit leichtem Gepäck unterwegs ist. Und dann sind wir später in Livingston, wo wir nochmal 2 Nächte verbringen werden. So, die letzten paar Tage nach unserer Safari haben wir nicht mehr wirklich viel gemacht. Haben uns ein bisschen ausgeruht in den Victoria-Fällen in der Stadt in Zimbabwe und dann noch in Sambia 2 Tage in Livingston und fliegen jetzt wieder zurück nach Johannesburg in Südafrika, wo wir dann eine Woche mit Mirkos Firma bei einem Hilfsprojekt unterstützen. Und dann geht's weiter. Wir sind jetzt hier in Johannesburg am Flughafen und haben Mirkos Arbeitskollegen getroffen, mit dem wir jetzt die Woche verbringen werden. Und gleich fahren wir dann nach Johannesburg und erfahren dann ein bisschen mehr über das SIFT-Projekt. Okay. Das war SIFT mit dir. Heute waren wir mit Mirkos Firma bei dem Hilfsprojekt, was wir hier unterstützen und haben hier ein bisschen was erfahren, welche Tätigkeiten dieses Hilfsprojekt hier unterstützt und es war ganz interessant, das mal zu sehen. Im Prinzip geht es halt darum, unterprivilegierten Kindern hier die Möglichkeit zu geben, auch entsprechende Bildung zu erfahren und die Kinder werden unterstützt von einem jungen Alter an bis zu ihrer Berufstätigkeit. Das heißt, wirklich im frühen Alter kriegen die Kinder die entsprechenden Skills vermittelt, die kriegen eine warme Mahlzeit und können dann quasi bis sie 30 sind, können sie sogar Management-Skills sich aneignen, IT-Kurse machen. Also ist echt ein super, super Projekt. Und jetzt waren wir gerade mit Mirkos Kollegen noch was essen, traditionell afrikanisch und wir sind entsprechend angemalt worden. Und freuen uns dann, wenn wir morgen noch ein bisschen mehr erfahren können. Am 2. Tag ging es dann zum Häuserstreichen in die Townships und wir wurden entsprechend empfangen. Eigentlich sollten wir das Haus lila streichen, aber leider war die Farbe gerade abhanden gekommen. Das Kind, das in diesem Haus lebt und den Spruch "We are all one", konnte ich dennoch auf die Wand bringen. Nach getaner Arbeit haben wir uns im Township noch etwas umgeschaut. Die lilafarbenen Häuser symbolisieren, dass die dort wohnenden Familien mit einem behinderten Kind leben. Es soll Kraft und Lebensfreude ausstrahlen, aber auch zeigen, dass man bereit ist, anderen Familien in ähnlicher Situation zu helfen. Und dann passierte das, womit ich nicht mehr gerechnet hätte.
Die Kinder wurden tatsächlich deutlich besser. Nachdem wir Zeit in den Klassen verbringen konnten und auch bei der Essensausgabe geholfen hatten, sind wir nochmal raus in die Townships. Hi zusammen. Ja, also wir sind hier gerade mit Afrika Tycoon in ein paar Townships und waren gerade in einer Blechhütte und das war schon sehr ergreifend. Nous voudrions tous nous aider si nous pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain pour lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Das hier zum Beispiel ist ein Haus, was von der Regierung für die Leute in den Townships gebaut wurde. Die Familie, für die das Haus gebaut wurde, zieht meist nicht ins Haus selber ein, sondern in die Wellblechhütte im Garten. Das Haus wird dann an eine andere Familie aus dem Ausland vermietet, wodurch die Zahl in den Townships weiter wächst. Die Toilette im Garten wird von allen Familien gemeinsam genutzt. So, as of tomorrow, you are officially on holiday. So, you can misbehave, you don't have to shower, you don't have to shower. Like the Hakka, the All Blacks. The All Blacks. Ah, tamati, tamati, atapa. Wir sind hier jetzt wieder in Kapstadt an der Hout Bay und es sieht so wunderschön aus. Wir sind gerade am Scarborough Beach. Wir sind heute am Tafelberg und genießen gerade die Aussicht hier.
Wir haben ziemlich Glück, weil es heute nicht so windig ist. Und die Aussicht hier oben ist echt sehr genial. Und das ist sehr, sehr, sehr hoch. Ich habe ein bisschen Höhenangst. Vielleicht möchtest du ja auch noch dich abseilen und den Berg runterklettern, wie das hier manche Leute machen. Ist ja doch auch eine Option, oder? Eher nicht, danke. So, und jetzt zeige ich euch mal ein bisschen, wie sie aussehen. Kein Wort dazu sagen können, weil ich fühle, wenn ich besser wie das an Köln denk, oh oh oh. So, unsere Zeit in Afrika geht langsam zu Ende und jetzt geht's morgen los auf eine lange Reise. Wir sind 27 Stunden unterwegs. Und es geht von Kapstadt nach Johannesburg, von Johannesburg nach Sao Paulo und von Sao Paulo nach Santiago de Chile. Und dann erkunden wir ein bisschen Südamerika. So sieht's aus. Ja, das war eine sehr, sehr emotionale Woche, würde ich sagen. Mit die emotionalste, die wir bisher hatten. Ja, es war echt sehr beeindruckend, was wir sehen durften, was wir erleben durften. Und hat, glaube ich, dem einen oder anderen von uns die Augen geöffnet. Und wir sind auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass wir daran teilnehmen durften. Und ich glaube, ich spreche für alle Kollegen, auch von Carglass, die dabei waren, dass es eine tolle Erfahrung war für uns alle. Und wenn ihr auch ein bisschen mehr über Afrika Tikkun erfahren wollt, dann haben wir euch unten in der Beschreibung noch einen Link eingefügt. Und schaut einfach mal vorbei auf der Seite. Ganz tolle Projekte, die dort unterstützt werden. Ja, wir verlassen jetzt den Kontinent Afrika und für uns geht es jetzt als nächstes nach Südamerika. Das heißt, es werden viele weitere tolle Videos folgen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr weiter dran bleibt und uns folgt. Bis dann! Thank you for taking me on your holiday.